Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Agrarian Skies 2. Ja, ich will heute mit AI 2 weitermachen. Ich bin immer noch total begeistert, dass mich der Kerl da drüben umgenietet hat. Den, wo ich nicht mehr gesehen habe, dass der da ist. Ich dachte, der ist im Boden. Darum bin ich ja da auch hingelaufen. Wer kann denn ahnen, dass der unsichtbar ist? Ach Mann. Das nervt mich gerade. Oder immer noch. So, dann räume ich mal das ganze Zeug jetzt weg. Ich werde es zwar gleich wieder brauchen, wie ich mich kenne. Aber dann holen wir es halt wieder. Du bist auch weg, du bist auch weg. Zent geht weg. So, was brauchen wir? Und zwar, wir brauchen erstmal die ganzen Press. Und ja, wie man ja weiß, kann man sie ja eigentlich nur in Metroiden finden. Aber hier gibt es eine Möglichkeit. Und zwar, man braucht einmal Molten Lead für diesen. Zinn für diesen. Das heißt, ich gehe da auch mal hin. Also einmal Lead, einmal Zinn. Einmal Kupfer. Und einmal Nickel. Sehr schön. Ich muss nur aufpassen. Die drei kann ich reinwerfen. Den da muss ich warten. So, dann nehme ich dich mal gleich raus. Nee, das nervt mich immer noch. Leichtsinnsfehler. Immer diese Leichtsinnsfehler. Naja. So, haben wir irgendwas abgeschlossen? Sie haben eine aufs Maul bekommen. Okay. Ich habe den Boss aber doch besucht. Cool. Das hat gereicht zum Besuch. Das war's auch. Ich werde dich auch nicht mehr stören. Außer das Buch sagt, ich soll dich stören. Und ich habe eine Watering Can bekommen. Juhu! Ich hätte mit der anderen hätte ich mich mehr zufrieden gesetzt. Vermute, dass ich da auch irgendwann eine Quest kriege, kill diesen Fuzzi. So, was muss ich denn noch? Schweinchen, den da, nee, will ich nicht. Ich muss Imps killen, 10 Stück, die muss ich erstmal finden. Kill Zombie-Pigmen, die sind doch wahnsinnig. Soll ich sterben? Ja, okay, die Ghasts werden kein Problem. Töte einen Ghast mit einer Handwaffe. Und das wäre ein Problem. So, okay, das heißt jetzt Nickel. Zinn. Lead. Und wir müssen warten. Aber wir haben schon die ersten drei. Das ist schon mal gut. Und dann wissen wir auch gleich, was wir als nächstes bauen müssen. Und zwar in Vierfachausführung. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Der Inscriber. Super. Ich hoffe, dass... Ja, nee. Das war... Falsches Pack. Ich habe gerade durch ein... Hallo! Ich wollte jetzt nicht Baum essen. Überlegt, ob ich genügend habe. 2, 4, 6. Ah, ich nehme 10 Stück mit.
Ja, man sieht gerade, es wird wieder weniger. Bisschen Erde haben wir mittlerweile. Fass ist schon wieder halb voll. Ja, mittlerweile. Da, dritte Fass. Ist auch voll. Ja, das reicht. Halt. Mittlerweile müsste er durchgeschmolzen sein, I hope. Dann hätten wir nämlich alle vier. Ist doch super. Okay. Und dann hätte ich gesagt, kümmern wir uns darum, dass wir den Rest kriegen. So, und zwar für den Inscrabber brauche ich erstmal die Pistons. 10 Stück. Ah, ich habe schon wieder so eine blöde Bottle in der Hand. Da rein. Habe ich genügend Holz da? Ja. Habe ich genügend Steine da? Nein. Scheitert an Stein. Okay. Mal aufklopfen. So. Steinchen. Hölzchen. Bestens. Ja, Pistons habe ich. Raw Rubber. Klack. So. Das heißt, ich brauche jetzt da 5. Da 5. Da 5. Und da 5. Das hat mal ausgereicht. Wahnsinn. So. Das heißt, ich schmeiß die mal hin. Die werden jetzt nur arschlangsam sein. Aber ist dann auch egal. So, das heißt, Calculation Press, Logic Press, Silicon Press. Silikon, komm dahin. Jetzt muss ich natürlich gucken, welche Presse was ist. Gold brauche ich als allererstes. Dann ist das Logic. Diamanten als zweites. Dich als drittes. Und wie komme ich an Silikon? Ich glaube, muss ich probieren. Jawohl, richtig geraten. So kommt man an Silikon. Oh, ich hätte mal gesagt 12 Stück. Denn wir wollen ja als nächstes jetzt haben unseren ME-Drive. Das heißt, wir brauchen Diamanten. 12 Stück. Redstone nehme ich meinen ganzen Stack mit. Gold nehme ich auch 12 Stück mit. Davon nehme ich auch 12 Stück mit. So, das heißt jetzt erstmal, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Ist doch schön. Ein fröhliches Klicken.
Vor allem das Schlimme ist, ich brauche von Silikonzeug doppelt so viel wie von den anderen. Ja, ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig. Ich hoffe selber, mir wird nicht schwindelig. Das ist schön. Mit den vier Stück nacheinander arbeiten geht perfekt, weil dann kann man immer schön durchmachen. Vor allem, wenn man so langsam ist wie ich, geht das perfekt. Klack, wir sind gleich durch. Für jeden, der nicht mehr jetzt hinschauen kann, werde ich es jetzt sagen, wie weit das ich bin. Ich brauche gleich nur noch Silikon. Einmal muss ich jetzt noch durch, um das ganze Zeug rauszuholen. So, davon haben wir jetzt 12, davon haben wir jetzt 12 und davon haben wir jetzt 12. Davon habe ich jetzt 13. Aber jetzt muss ich natürlich anfangen. Das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Oh, und weiter Silikon. Das kann man natürlich noch beschleunigen, wird auch noch beschleunigt. Aber momentan reicht's. Ich mache jetzt erstmal 4 Stück. Ich hoffe, das reicht. 4 Stück. So, das heißt, wir wechseln. Ach ja. Vor allem, dass man da nicht mehr rein machen kann, aber da werden wir dann auch noch was bauen. Ihr könnt euch sicher sein, dass die Fläche hier komplett genutzt irgendwann sein wird. Auch über mehrere Etagen. So, das heißt, ich lasse das jetzt mal so. Und wir machen mal die Festplatten. Das heißt, ich brauche jetzt die da. Dann brauche ich die da. Und dann brauche ich wieder hier was. Vermutlich. Jawohl. Richtig vermutet. Und vor allem, was ich jetzt brauche, Platz. Mach ich dich mal dahin. Dich da rein. Dich da rein. Dich auch. Wird das gleich schön. Okay. Das haben wir. Dann brauche ich jetzt als allernächstes, wir haben das. Dann brauche ich jetzt als nächstes, brauche ich den Monitor. Und zwar den Crafting Terminal. Das heißt, ich brauche, Glowstone. Ich sagte Glowstone. Ein Redstone, ein Quarz und ein Eisen. Und ich habe 3 von diesen Monitoren. So, dann heißt es jetzt aber auch ganz schnell. Einen von meinen neuen Kameraden noch schnell machen. Das heißt jetzt, ich brauche ein Crafting Table. Einen Platz habe ich noch frei. Nee. Super. Okay. Ich brauche mehr Platz. Holz weg. Sulfur weg.
Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich brauche auf jeden Fall ein... Das da. Habe ich noch Netherquarz? Ich glaube ja, von in der Kiste. Bin ich mir noch nicht sicher. Brauche ich denn das oder brauche ich den ganzen? Ganzen. Aber ein Flux, das brauche ich. Habe ich noch. Sehr schön. Ja, und ich kann mir die Dinger nicht merken. So, das müssten jetzt davon zwei gewesen sein. Einer davon und du dahin. Jawohl, ich habe einen Formation Core. Ich habe einen Annihilation Core. Oh, das heißt jetzt ein Bildschirm. Formation, Annihilation und Chipsatz, Terminal. Gut, dann heißt es jetzt ME Drive kommt hierhin. Kabel kommt erstmal drauf, Monitor kommt erstmal dran. Es wird umgestellt auf Sort By. Nein, es wird erstmal abgebaut. Ich glaube, mit dem Crusader Hammer kann man es auch abbauen. Weil momentan habe ich ja ein ME-Terminal. Wir wollen ja ein Crafting-Terminal. So, das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin und du kommst dahin. Und ich habe mein Crafting-Terminal. So, wir sind schon ein Stückchen weiter. So, dann heißt es jetzt, ich kann nichts reinschmeißen, weil keine Festplatte drin ist. Klar. Jetzt. Okay, aber das ist das Wenigste. Beziehungsweise fast Wenigste, weil ich möchte noch einen zweiten Monitor bauen. Und zwar den... Das Pattern Terminal. Und dafür brauche ich nochmal ein Crafting. Ja, super. Nee, dich nicht. Ich brauche das da und das da. Dankeschön. Okay. Kriege ich es nochmal hin? Das da. Formation. Annihilation. ME-Terminal. Bestimmt das Holz weg. Crafting. Das da, das da, das da. Was brauche ich jetzt für diesen Pattern? Diamantenen, den habe ich noch. Dann kommt der schon mal dahin. Dann wird es schon mal einfacher. Gut. Dann brauche ich jetzt als allernächstes Festplatten. Mir reichen erstmal 1K. Ja, mir reichen erstmal, dass ich wieder Chipsätze brauche. So, erstmal einen. So, was brauche ich denn dafür? Sehr schön, ich brauche dafür Quarz. Und ich brauche dafür Redstone. Sehr schön. Jetzt brauche ich dich. Erstmal wieder reinkommen. Ich. Und ich habe meine erste Festplatte. So, und jetzt wird es schon mal einfacher. Redstone rein. Flux rein. Das rein, das rein. Eisen rein.
Den da auch rein. Wieder raus. Vergessen. Gut, das heißt, wir haben schon mal das geschafft. Das heißt, ja. Wir haben ein kleines, aber feines ME-System. Wo wir jetzt dann peu à peu anfangen können, die Sachen reinzuschmeißen. Vor allem erstmal das, was wichtig ist, wie Redstone, Glowstone, Eisen. Aber da brauche ich natürlich auch dann gleich ganz schnell neue Festplatten. Okay, sind momentan geht's noch. Wie ihr seht schon, ich bin ja schon dabei, das richtige Zeug zu machen. Gut, das heißt, wir werden jetzt als nächstes Blank Pattern. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt noch einen Molekular Assembler. Das heißt, ich brauche nochmal diese blöden Dinge. Das heißt, ich brauche Nitterquarz. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, es wird immer mehr, was man davon braucht. So, klack. Und, dann brauche ich... Formation. Soweit so fertig. Dann brauche ich... wieder einen Crafting Table, ist der Wahnsinn. Ich warte mal drauf, dass einer hinter mir steht und mir einfach eine anbratzt. Weil ich die ganze Zeit nur noch in die Systeme und so weiter gucke. So, Molekular Assembler. Habe ich noch ein Kabel? Habe ich. Okay, dann heißt es jetzt eigentlich, das war's fast. Nur fast. Denn ich brauche noch ein ME-Interface. Das wollen wir auch noch bauen. Sehr schön. So, das heißt jetzt aber... jetzt wird spannend. Okay, das heißt, ich reiß dich jetzt erstmal ab. Weil dann wird's einfacher. Gut, das heißt, ich habe jetzt meine Pattern. Und das allererste, was ich brauche ein Pattern. Und zwar ein Blank Pattern. Ich vermute mal. Ich brauche das da. Nein, ich brauche Glowstone. Klack, klack, klack. Und ich habe ein Pattern. Juhu! Das Pattern kommt auch gleich da rein. Und klack. Ja, super. Auch Quarzglas.
Kennt ihr das? Sieh da, ist das da, was man braucht? Okay. Ein Pattern. So, dann schauen wir mal, ob es funktioniert hat, was ich jetzt vorhatte. Jawohl. Ich kann es craften. Ja, okay. Ich kann nicht craften, weil ich keinen Crafting-CPU habe. Natürlich. Den habe ich total vergessen. Crafting-CPU. Gott, hoffentlich weiß ich noch, wie das geht. Ich glaube, ich brauche davon einen. Was habe ich? Was habe ich nicht? Okay, das habe ich nicht. Das heißt, ich brauche jetzt das da. Das da und das da. Kann ich mir das da bauen? Nein, kann ich nicht, weil ich nicht das da habe, was ich gerade baue. Aber den baue ich mir jetzt. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Dias. Auch kein Thema. So, zwei Stück. Zwei Stück. Rein da. Ah, oh, das nenne ich mal Geschwindigkeit. Jetzt nehme ich die zwei raus. Stopfst du da rein. Okay. So, das heißt, ich brauche jetzt nochmal einen Crafting-Co-Prozessor. Wenn ich jetzt Glück habe. Reicht nicht, ne? Doll. Ich werde wahnsinnig. Wollte. Wenn es mich irgendwann nicht mehr gibt, bin ich einfach nur durchgedreht. So, okay. Festplatten brauche ich auch noch. Ach Mann. Aber die kann ich jetzt dann bauen, wenn ich off-cam bin, weil ihr habt sie gesehen, wie es geht und ja. Da wird sich nicht viel ändern. So, das heißt, du kommst dahin, ich habe dann dich. Und dann brauche ich jetzt das da. Ah, und dann heißt es jetzt das da und das da und ich habe jetzt das da. Gut. Und dann heißt es jetzt, kommt jetzt dann. Du kommst runter, du kommst drüber. Und wir testen noch einmal, ob es jetzt funktioniert. Und es funktioniert. Yippie! Okay, wir haben unsere erste kleine Automation.
Das ist schon mal das, was schon mal hervorragend ist. Ja, und jetzt habe ich natürlich noch einen Pattern gebaut. Ich bräuchte aber noch einen. Das switche ich auch mal um. Haben wir zwei. Denn ich möchte haben zwei Sachen. Und zwar einmal ein Storage Housing. Dankeschön. Und ich möchte haben ja, wenn ich es finde. Ich gehe jetzt blind oder was? Ich bin ich. Sehr gut. So, und ich möchte noch was. Zu guter Letzt. Und zwar noch ein Terminal. Ich hoffe, dass wir es noch zusammenkriegen. Und zwar das Interface Terminal. Jetzt wird sich gleich zeigen, ob wir alles haben. Da war's. Interface. Oh, Pattern habe ich schon. Interface. Okay. Das heißt, ich brauche Gott, noch mal einen. Dankeschön. Danke. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ein Diamant-Chipsatz. Jetzt will mich auch noch das Wetter ärgern. Gott sei Dank gibt es hier keinen Greg Day. Ich sehe das so in die Luft fliegen. So, Interface Terminal. So, denn jetzt können wir einfach hingehen und sagen, das da rein. Das heißt, ich muss jetzt nicht da mit drauf klicken, dass ich da unten hinkomme. Oh, und wenn ich jetzt sage, ich bräuchte davon eins bitte, das sagt er mir, es fehlt was. Nee. Es war Glas und hast du nicht gesehen. Schieß mich tot. Das heißt, wir werden da das nächste Mal dran arbeiten, dass das noch schneller geht und ich werde noch Chipsätze herstellen und. Ja, das wird noch spannend. Gut. Dann hätte ich gesagt, war's das für die Folge. Wenn ihr Fragen oder sonstige Sachen habt, bitte in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns immer drauf. Und ja, dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.